Heute wollte ich den Taler of Kingdom Mod für die Beta 1.8.1 vorstellen. Er braucht Modloader und ja. Ja, ihr wundert euch, warum hier nichts steht. Der Mod enthält eigentlich nur diesen Goldcoin, mehr nicht. Den Rest zeige ich euch in einem Bild. Die Goldcoin kostet man, indem man hier mal ein Gold reintut, bekommt man 150 Goldcoins. Okay. Keine Ahnung, wieso es jetzt bei mir buggt, aber dann bekommt man halt 150 Goldcoins. Und ja. Ich zeige euch jetzt mal das Bild. So, Leute, das ist halt dann das Bild. Also, so könnte es aussehen, wenn ihr das Minecraft gestartet habt. Und dann kommt eine Meldung, ob ihr den Mod aktivieren wollt. Und also Cancel oder aktivieren. Und dann klickt ihr entweder auf Cancel oder aktivieren. Ich habe auch aktivieren geklickt. Und dann kommt halt, wenn ihr das gemacht habt, so eine Burg. Also, die Burg ist immer verschieden, also die ist nicht gleich wie die, sondern ja verschieden, also soll ich das noch weiter definieren? Ist nicht das einzige Muster, das es von der Burg gibt. Dann kommen wir zurück. Das war halt die Erklärung vom Mod, viel ist da nicht drin. Jetzt kommen wir wie immer zur Installation. Viel Spaß, Leute, bis dann. So, Leute, dann bin ich wieder. Hier ist der Tal of Kingdoms Mod, die Datei, die ich für euch auf Mediafire vorbereitet habe. Ihr entpackt sie, bekommt seinen Ordner. Ordner öffnet ihr, dann seht ihr hier Modloader und Tal of Kingdoms Mod. Die beiden Dateien entpackt ihr auch. So, bekommt ihr zwei Ordner. Die zwei Ordner tut ihr vom Ordner auf euren Desktop oder wohin ihr speichern möchtet. Dann setzt ihr den Ordner schon löschen. So, jetzt habt ihr den Modloader und Tal of Kingdoms. Wir öffnen den Finder, Library, kriegt sofort Minecraft, PIN und Windows-Besitzer und %app, also %, Roaming und Minecraft, PIN. Dann seht ihr hier eine Minecraft-Funktion, also für Mac-User. Rechtsklick, öffnen mit. Na, Archivierungsprogramm. Dann nennen wir die Minecraft-Funktion einmal Minecraft.jr um. In den Minecraft-Funktion. Windows-Besitzer. Bei dieser Minecraft-Funktion rechtsklick öffnen mit WinRAR. So, für Windows-Besitzer hier oben ist Meta-Importer, den ihr löschen solltet, sonst geht überhaupt kein Mod, eher gesagt. Mac-Besitzer müssen etwas suchen oder die M-Taste drücken, dann sind sie bei ihm. Löschen, dann öffnen den Modloader, kopieren alles rein und in die Minecraft-Funktion für alle ersetzen. Öffnen den Tal of Kingdom Mod, kopieren alles und fügen es hier ein. Okay. Die eine Sache ist noch, bei den Windows-Besitzern oder bei beim Mac-Besitzer, wenn es bei euch nicht klappen sollte, dann nimmt diese Tal of Kingdoms-Datei, geht hier zweimal zurück und erstellt euch bei dem Punkt Minecraft einen neuen Ordner und den nennt ihr Move Mods. Und dort klickt ihr Doppelklick und tut diese Datei dann da rein. Dann funktioniert vielleicht auch dein Mod. Wenn er dann nicht funktioniert, dann habt ihr irgendwas bei der Installation falsch gemacht. So, jetzt öffnen wir noch Minecraft, um zu zeigen, dass es funktioniert hat. Logging in. Ich kann auch nochmal zeigen, was dann kommt, wenn ihr Minecraft gestartet habt. So, create new world. Create new world. Okay, so. Wie gesagt, dauert etwas, bis da Meldung kommt. Wenn sie nicht kommt, mache ich halt Cut und warten mal bis dann. Ja, da seht ihr, hier kommt sie. Die Tal of Kingdoms Mod, also ja, könnt ihr euch schön durchlesen. Und dann klickt ihr einfach Start, du Coins, dann dauert etwas. Kommt Quest, so. So, jetzt könnt ihr etwas lenken. Dann müsst ihr nur noch suchen. Ja, dann seht ihr da, weil ja die Burg. Das soll sein. Das Innenleben von der Burg lasse ich euch erforschen. Das ist etwas geheimnisvoll. Wenn ich euch jetzt nämlich das alles zeige, habe ich alles schon verraten. Also viel Spaß mit Mod, bewerten, abonnieren nicht vergessen. Und ja, tschüss, Leute.